Und ich sage auch Dankeschön an Melanie Kösser. Über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich jetzt mit Volker Hellmeier, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Hellmeier, gerade haben wir Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler gehört. Er hat sich auch nochmal geäußert zum Thema neuer Markt, wenn man es so nennen möchte. Er sagt, dafür ist wichtig eine Deregulation, aber gleichzeitig ein hoher Anlegerschutz. Geht das wirklich zusammen? Es ist alles möglich, es lässt sich alles politisch darstellen. In einem Punkt bin ich vollkommen bei Herrn Rösler. Wir brauchen in Deutschland, in Kontinentaleuropa eine neue Kultur von Wagniskapitalfinanzierung. Wir brauchen eine neue, stärkere Hinwendung auch zu diesen Geschäftsmodellen des neuen Marktes. Und was wir vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was uns da aus Amerika und England entgegenkommt, NSA und dem britischen Geheimdienst, was wir vor allen Dingen brauchen ist, und das ist meine Forderung an die Regierung und auch an Herrn Rösler, eine europäische Antwort in der Infrastruktur des Bereichs Internet und Internetsicherheit. Und zwar eine europäische Antwort, die die Sicherheit gebietet, die für freiheitliche Systeme erforderlich sind. Dann schauen wir auf das andere große Thema von heute. Am Mittwochabend wurde nachbörslich das Protokoll der FED-Sitzung veröffentlicht. Die Anleger haben ja lange drauf gewartet. Einen sehr verhaltenen Börsenhandel haben wir immer gesehen in den letzten Tagen. Dann kommen die Daten und plötzlich heißt es, ich armer Tor, ich bin ja genauso schlau wie auch genau davor. Keiner weiß die Daten so richtig einzuschätzen. Können Sie es bitte für uns tun? Wir haben gestern in unserem Forex-Report ganz klar Stellung genommen, haben gesagt, die FED wird gar nichts tun. Und das war richtig. Fakt ist, wenn Sie sich die US-Wirtschaftsdaten ganz genau anschauen, dass wir zwar eine verbesserte Konjunkturlage haben, das ist aber nur eine ganz leichte Verbesserung und sie ist auch nicht gleichmäßig in den Wirtschaftssektoren aufgeteilt. Und es gibt eine unglaubliche Achillesferse für die USA. Wenn Sie die positive Entwicklung am Wohnimmobilienmarkt nehmen, und der ist für den privaten Konsum von enormer Bedeutung, er ist eng korreliert mit dem Verbrauchervertrauen, dann ist dieses, war dies eine ganz wesentliche Grundlage auch für die guten Automobilabsätze etc. pp. Aber es gibt eine Divergenz. Wenn Sie die Hypothekenvergabe sehen, dann sind wir hier abgebrochen in der Hypothekenvergabe in den letzten Monaten auf ein Niveau, das vergleichbar ist mit 2009 respektive 2011. Eine Erholung am Wohnimmobilienmarkt kann aber nicht ohne Hypothekenkreditvergabe gehen. Also, auf den Punkt gebracht, das waren jetzt einmal so die Daten. Was heißt das nach vorne schauend? Wenn die Federal Reserve weiter das Thema so belegt wie derzeit, dann werden die Zinsen am US-Kapitalmarkt, die von 1,7 auf 2,9% im 10-jährigen Sektor gestiegen sind, der Grund, warum die Hypothekenvergabe zurückgeht, dann werden die Zinsen weiterlaufen. Und wenn wir bei ca. 3,3% sind, dann wird es kritisch, dann werden wir sehen, dass dann plötzlich Brüche in der US-Konjunktur wieder stattfinden. Ergo sage ich hier Folgendes, auch nach vorne schauend, aus der Analyse nachhaltiger Daten, also es ist nicht Kaffeesatzleserei, sondern Fakten, dass ein schneller, nachhaltiger Ausstieg aus der Schaffung von Überschussliquidität nichts weiteres als Wunschdenken, respektive Politik von Spinmastern aus New York und Washington, dass sogar das Risiko besteht, wenn das 10-jährige Renditeniveau gen 3,3% läuft bei den US-Treasuries, dass man eine Neuausrichtung in der Federal Reserve-Politik sieht und ich schließe dann sogar einen Aufbau der quantitative Maßnahmen von derzeit 85 Milliarden nicht aus. Ich halte die Debatte, die wir derzeit führen, für vollkommen verfehlt auf Basis sauberer Faktenanalyse. Also klare Worte in Richtung der USA. Wenn wir mal nach Europa schauen, da gibt es ja auch wieder ein aufkommendes Thema, nämlich mal wieder Griechenland. Es verdichten sich jetzt die Anzeichen, dass hier ein neues Rettungspaket kommt. Zumindest hat das Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble angekündigt. Gerade im Wahlkampf eigentlich eine mutige Aussage, weil die Deutschen ja eigentlich schon, die deutschen Bürger genug haben davon, ständig hier nach Griechenland ihre Euros rüber zu schippern. Glauben Sie, dass Griechenland wieder auf die Beine kommt? Also erstmal, ich bin fest davon überzeugt, dass Griechenland auf die Beine kommt. Und da möchte ich mich einfach auch an den aktuellen Datenpotpourri halten. Wir haben 5 Jahre jetzt eine Rezession in Griechenland. Dann kommt man irgendwann, schlicht man auch auf den Boden auf. Und da sind wir derzeit in dieser Bodenbildung. Und das erkennen wir. Im Bereich Tourismus läuft es besser. Wir sehen aber auch die fiskalische Gesundung. Mit diesem Rückgang der Wirtschaftsleistung um mehr als 25% bis Ende 2013 schafft man gleichzeitig eine Reduzierung der Neuverschuldung von 15,4 auf 4,6, wahrscheinlich sogar darunter, Prozent der Wirtschaftsleistung. Die strukturellen Haushaltsdefizite sind im Griff. Die sind bereinigt. Wir haben zyklisch, also konjunkturell bedingte Haushaltsdefizite. Und ich erwarte von Europa, und wir haben es ja in den letzten Monaten gesehen, Europa überrascht latent positiv, auch die Einkaufsmanager-Indizes in Griechenland,
dass eben dann, in dem Moment, wo in Griechenland auch wieder Wachstum da ist, die haushaltstechnischen positiven Überraschungen dramatisch sind. Und deswegen hat der Asmussen recht. Und all diejenigen recht, die sagen, nun, wir haben die Programme bis Ende nächsten Jahres, nun haltet doch mal Ruhe und wir schauen uns das Ganze an. Keiner kann ausschließen, in dieser sehr unstetigen Welt, dass es noch ein weiteres Programm geben könnte. Aber Fakt ist, selbst wenn es das, wenn es dazu käme, müssen wir auch mal sehen, wie viel wir bisher an diesem Spiel verdient haben. Wenn Sie die Allianz-Berechnungen mal zugrunde legen, dann hat die EZB bisher auf das Portfolio der Ankäufe, die vor 2012 stattgefunden haben, einen Gewinn von 80 Milliarden auf ein Investitionsvolumen von 200 Milliarden. Also tut mir leid, wir Deutschen sollten mal anfangen, uns mit Realitäten auseinanderzusetzen und nicht immer nur mit einer Pampers-Windel rumzulaufen und dabei zu vergessen, dass Deutschland der größte Profiteur war über die Refinanzierung der öffentlichen Hand etc. pp. Übrigens Themen, die schon vor 18, 24 Monaten ohne große mediale, Ausnahme natürlich deutsche Anlegerfernsehen, Resonanz dargestellt habe. Jetzt kommen die Medien ja langsam auf die Themen, die wir damals gesetzt haben. Wissen Sie übrigens, das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant, aber das muss man auch mal sagen, denn ein bisschen konsterniert sind wir da schon. Wir sind schon erstaunt, dass man jetzt nicht immer schreibt, was die Bremer Landesbank vor 18 respektive 24 Monaten sagte, bei der Gesundung der Handelsleistungsbilanzdefizite ebenso als auch bei diesem Thema der Tatsache, dass Deutschland der größte Gewinner bisher ist. Sie, Herr Helmer, sind bei uns natürlich sehr bekannt für Ihre vorausschauenden Aussagen. Deswegen wollen wir natürlich auch ganz gerne wissen, dass Sie jetzt mal USA und Europa miteinander vergleichen, wenn Sie schon sagen, dass Sie so auf die Daten schauen zurzeit. Wo ist man momentan besser aufgestellt? Welches Umfeld ist besser? Also für mich ist das Umfeld in Europa viel besser, weil wir die Strukturreform gemacht haben, weil wir Lohnkosten gesenkt haben, weil damit das Potenzial nach vorne schauend für die Eurozone dramatisch besser ist. Und wir haben einen super Cluster, Wirtschaftscluster in Europa. Amerika hat zwar höhere Wachstumsraten, aber wie werden die denn eingekauft? Die werden eingekauft mit öffentlichen Defiziten von 6,5%. Wir werden unter 3% in Europa liegen. Und sie werden eingekauft mit FED-Maßnahmen, Anleiheaufkaufen in der Größenordnung von 6% der Wirtschaftsleistung. Also für 2% Wachstum setze ich 12,5% der Wirtschaftsleistung ein. Tut mir leid, das ist eine miese Qualität. Aber unsere Freunde in London und New York, die Spinmaster dieser Welt, die schauen eben nur auf Quantitäten, nicht auf Qualität bei der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Etwas, was übrigens am Ende immer zu Fehlallokation von Kapital führt. Herr Helmer, schauen wir noch ganz kurz auf den DAX. Wie geht es da jetzt weiter? Dieses abwartende Verhalten der Anleger müsste doch jetzt mal wieder vorbei sein, nachdem jetzt ja die Fakten auf den Tisch liegen, auch wenn sie den Anlegern offenbar nicht so richtig weiterhelfen. Also wir haben eine ganz leicht positive Reaktion heute Morgen am Markt, die ist für mich aber jetzt noch nicht ganz groß trendfähig. Was wir machen ist, wir machen eine Seitwärtsbewegung, wir sehen 8.400, 8.550 ist ein Widerstandsfeld, das fällt nicht so einfach. Ich schließe nicht aus, dass wir nochmal durchatmen, 8.100, 200, aber ich bleibe dabei. Die Jahresendrallye kommt, im neuen Jahr wird sich die Rallye fortsetzen. 8.700 bleibt mein Ziel, Jahresende hanseatisch, konservativ. Ich glaube, es wird deutlich, die Chance ist durchaus da, dass es deutlich besser wird, dass man die neuen in Augenschein nimmt. Aber hier ist eine Form der Bodenbildung, einer Korrektur im Rahmen einer Konsolidierung angesagt, Kraft sammeln für den Durchmarsch dann ultimativ durch die 8.550. Und immer einen schönen kühlen Kopf bewahren, auch als Anleger. Genau so. Dankeschön. Und vor allen Dingen noch eins, wir haben einen Track Record bei den Themen, die aus London und New York über die letzten 13 Jahre gesetzt worden sind, wo man Europa latent verbrannt hat. Es ist Zeit für die Medien in Deutschland, TV ebenso wie Printmedien und auch die Analysten, sich zu emanzipieren von der Dominanz der Themensetzung aus diesen Wirtschaftsräumen und den eigenen gesunden Menschenverstand wieder einzusetzen. Ich bin schockiert, dass diese Lernkurven sehr, sehr unausgeprägt sind. Besten Dank für die klaren Aussagen. Volker Hellmeier, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Schönen Tag Ihnen. Gleichfalls. Tschüss. Wir machen eine kurze Pause.